Das Pop-Punk Paradise im Tsunami Club in Köln bei Damona und Misha. Und wie das da ist, seht ihr in dem heutigen Vlog mit Kameramann. Schaut rein, es geht mal zu los. Den ersten Leuten. Zack. Hey, wir würden, hättet ihr Lust, noch ein kleines Interview für unseren Konzertvlog zu geben? Ja. Weil ich habe gehört, ihr steht schon ein bisschen länger da. Hi, übrigens, falls ich gefilmt werde. ihr steht schon seit 12 Uhr da irgendwie da. Ja, die beiden stehen seit 12. Ey, oder allgemein, wieso so lange? Das ist krass. Angst, dass die Schlange zu lang ist. Ja, wir konnten die einschätzen. Aber unten könnt ihr doch auch trotzdem erste Reihe, auch wenn ihr ein bisschen hinten dran steht, oder? Erste Reihe Mitte ist cooler. Ja, definitiv. Man kann es halt voll oft super schwer einschätzen, wenn man die Künstler selber hört. Ihr steht seit 12 Uhr da, demnach, das ist der Killerbus. Habt ihr den schon gemerkt? Ja, wir wurden schon öfter fast umgefahren. Skandal auf jeden Fall. Aber wie habt ihr Damona kennengelernt? Weil die war überall schon. Vor 2 Jahren, 2021, mit 14 in der kompletten Emo-Lockdown-Phase auf TikTok. Ja. Da hat ihr noch keine Musik gemacht, gar nichts. Skeleton? Ja. Vor Skeleton noch? Lange vor Skeleton, lange vor Skeleton. Vor The Voice auch noch? Nee, ne, das wäre zu krass. Nee, ich glaube nicht. Nee, nicht vor The Voice, aber auf jeden Fall vor Skeleton. Ja. Dumme Frage, wie lange habt ihr die Karte? Das war am ersten Tag ausverkauft, ne? Ja. Anders, wie glücklich wart ihr, dass ihr eine Karte bekommen habt? Absolut krass. Absolut krass. Das war Zufall. Ich hatte gar nicht, also ich habe gar nicht mitgekriegt, dass ihr auf Tour geht. Das ist meine Cousine. Und wir waren im Urlaub zusammen und sie hat die Tickets gekriegt. Und dann war sie so, ja, niemand will mit mir hingehen und so. Ich war so, welches Konzert? Ja, Damona. So, ich komme mit. Jawohl. Und Misha auch Bock oder nur Damona jetzt? Ich kenne Misha gar nicht, aber ich habe Bock. Also generell Vorbands sind immer cool. In dem Sinne, ey, lass uns einen geilen Abend haben und ey, lass Damona abrocken. Ja, let's go! Die Vorband hat gespielt und wir sind hier bei einer Gruppe. Wie fandet ihr Misha? Sehr gut. Also Misha hat uns sehr gut gefallen. Auch die Sachen zum Mitmachen waren eigentlich geil, wo sie animiert hat und dann so, wo man einsteigen konnte hier mit Unsicher, glaube ich, war das? Ja. Das war ziemlich geil. Unangenehm? Unangenehm. Schreibt mal für die Leute, die Misha nicht live gesehen haben, was haben sie verpasst bei Unangenehm? Wie seid ihr da abgegangen, wenn sie sagt, da war ein Mitmachpart? Also war schon ganz geil, kann man aber machen. Ja, ansonsten, ich finde, hat so einen sehr coolen Pop, bisschen Elektro-Vibe. Also eigentlich echt was für jeden, würde ich sagen. Ja. Euer erstes Mal, Misha? Ja. Sehr starke Stimme. Das letzte Mal. Ja. Also hat sie überzeugt, das ist doch gut. Darf ich dich schnell abfangen? Ja, klaro. Wie war's? Total schön, das war ein Traum. Das Feuer, Alter, hier, mega geil. Soll ich dir was sagen, was ich draußen gehört habe? Was denn? Die haben gesagt, so, sie hatten bei der Vorband Angst gehabt, dass sie besser wird als Damona. Und? Das doch reicht schon, okay? Das ist krass, das ist krass. Aber es war richtig geil, die Show. Ja. Und ich bin echt, ich habe ein bisschen variiert und ein bisschen noch rumgelaufen. Aber was ich mitbekommen war mega geil. Und ey, ich hoffe, ich kann sagen, es kam richtig geil an. Und wo kann man euch noch verfolgen? Machen wir kurz ein bisschen Werbung für euch. Ihr schaut gerne bei Instagram, TikTok, Spotify, whatever vorbei. Ein Klick bedeutet uns die Welt. Okay, wer bist du? Ich bin Mimi von Misha. Jawohl. So, und jetzt seid wegen Damona da. Richtig nett, dass wir es falsch verstehen. Ja, doch. Ja. Wo habt ihr dann Damona kennengelernt? Ja. Erster Fanboy. Okay, ich frag mal, wo hast du sie kennengelernt? Auf TikTok. Die richtige Antwort wäre gewesen vom Podcast von Pop-Punk Paradise. Aber ist auch okay, ist auch okay. Nee, aber einfach ausgespielt worden und dann instant meine Musik verliebt. Ja, also ich bin auch so ein Fan von dem Oldschool-Rock. Und sie geht ja auch so in die Richtung und will das wieder aufleben lassen. Und das finde ich schon sehr gut. Weil ich habe das Gefühl, in letzter Zeit kommt wenig in die Richtung raus. Deswegen, ich bin so ein bisschen am Warten gewesen. Und dann habe ich sie entdeckt und fand ich gut. Aber hier deine Gruppe, mit der du da bist, die sagt, du bist sogar ein Fanboy. Warum? Warum? Naja, also ich muss, also ich habe die Leute hier schon dazu bewegt, hier hinzukommen. Ich habe da so in unseren Group-Chat reingeschrieben und gesagt, hier ist so ein Konzert. Wir machen vorher was Cooles, aber danach würde ich da dann auch hin. Und dann, ich finde die Musik
klingt auch gut. Also es ist nicht so, dass wir das letzte. Also wir haben auch Spaß dabei. Wir haben vorher reingehört und war halt ganz geil, ja. Würdet ihr auch sagen, wie bei ihm Schock verliebt oder hat es ein bisschen gedauert, bis ihr die Musik akzeptiert bzw. cool gefunden habt? Nee, ich hatte ein Lied überraschenderweise sogar schon und da war ich echt, also ich fand echt gut. Schöne Musik. Und jetzt Köln, die Show ist ausverkauft, instant ausverkauft, saugeil und das ist eine Künstlerin, von der hören wir, denke ich, noch in der nächsten Zeit sehr, sehr viel. Also, gehen wir aus. Wollt ihr einmal vielleicht Grüße an der Mona, die das Video vielleicht sehen wird, grüßen? Oder Misha, einfach mal da in die Kamera sagen, ihr wart seid cool oder wir freuen uns auf euch. War richtig cool, vielen Dank fürs Kommen. Wir freuen uns, yeah! Ich würde sagen, vielen Dank fürs Interview. Neues Interview and ladies and gentlemen, we are in the English language because you are from the foreign country, the Netherlands, but it's close and you're now here in Cologne. Everything for Damona, you know? Everything for Damona! We drove, I think, 2.5 hours for this, but Okay, and this is your first Damona concert or do you see... This is my first, yes. And where do you see the first TikTok or something else? I've known her since 2021 from Instagram, when also like her... from the lockdown when I was in my emo phase. The Mona catch the emos to the music, so yes, the entrance is open, so have some fun, have some fun. Falls ihr euch fragt, wie groß die Schlange ist, lang. Sehr lang. Lang. Das Auto fährt weg. Also wie ihr seht, es ist ein bisschen was los. Der Club ist tatsächlich ausverkauft und es ist einfach krank. Die ersten sind tatsächlich schon rein, das heißt die Schlange war eben bis da hinten an den Hauptplatz. Und das ist halt irgendwie ganz anders da. Und ich glaube, auch hier können wir mal gucken, dass ja ein paar Leute uns schnappen. Klingt nach einer guten Idee. Mal gucken, was draus wird. Sind vorbei, mein Kameramann kann stehen und wir haben Leute, die wir interviewen, während wir in der Schlange sind. Wir stellen uns mit an und du kannst gerne dabei kommen, ruhig. Ihr beide geht zum Konzert zu Damona. Wie viel Bock habt ihr? Ja, sehr, sehr, auf jeden Fall. Ich freue mich. Ja, definitiv viel Bock. Ja. Du kommst sogar aus Bayern hierher. Ja. Er hat es aus Bayern geschafft. Der Schnee war kein Hindernis. So, wie habt ihr Damona entdeckt?
Ich habe sie tatsächlich auf TikTok gesehen, bevor sie Musik gemacht hat. Und ja, dann hat sie ihr erstes Lied rausgebracht. Das war tatsächlich sehr mein Geschmack. Und dann habe ich gedacht, verfolge ich sie auch mal auf Insta. Und ja, so ist das entstanden. Hast du sie durch The Voice vielleicht sogar schon kennengelernt? Nee, da kannte ich sie noch nicht her. Ich habe das nie so verfolgt. Deswegen erst über TikTok. Verstehe ich. Ich habe es so Skeleton halt erstmal wahrgenommen. Aber das ist halt geil, dass halt Tsunami Club Köln instant ausverkauft. Wie glücklich wart ihr, dass ihr Tickets bekommen habt? Ich war sehr glücklich. Ich war auch sehr überrascht, als ich das gelesen habe. Dann habe ich direkt zugeschlagen und da habe ich mich gefreut. Verständlich. Und was hört ihr sonst noch so für Musik? Also ist es üblich, dass ihr hier seid oder ist es eher ungewöhnlich, dass ihr mal zu E-Musik herkommt? Eigentlich ist das sehr typisch für mich. Ich höre das sehr viel. Er hört eher so Deutschrap, aber für mich ist er jetzt halt da. Wir holen dich in die Szene rein, glaub mir. Das ist okay. Nee, aber das ist doch schön. Ich meine, mir ist halt wichtig, Leute in die Szene reinzuholen, weil halt Genre ist halt nur eine Bezeichnung. Es geht darum, halt, wie man Musik fühlt. Und das ist das Wichtige an der Sache. Und vielleicht fühlst du dann auch ein bisschen der Mona bei der ganzen Sache. Ja, auf jeden Fall mittlerweile. Also, sie hat mich überzeugt und der Mona mich dann auch. Also. Also bin ich echt mal voll gespannt. Und ihr kommt, du kommst aus Bayern, aber du kommst hier aus Köln, oder? Ich komme aus Nähe Wuppertal. So. Also ich komme auch ein bisschen weiter her, aber... Das ist, glaube ich, nächste Woche der Mona-Konzert ungefähr gewesen. Oh, ich muss wieder vorwärts. Und ja, wolltet ihr nicht ganz vorne stehen, also seit 12 Uhr anstehen oder so? Nee, wir hatten tatsächlich vorher noch was vor und dann mussten wir auch erst hier hinfahren. Dann haben wir uns ein bisschen verfahren, aber jetzt sind wir ja da. Ja, aber trotzdem, der Club wird schön und ich kann euch sagen, auch wenn ihr jetzt vielleicht ein bisschen kalt habt, da drin wird es noch arschwarm, wenn es ausverkauft ist. Und das ist es. Und hier bitte einmal filmen, das ist der Killerbus, von dem wir immer sprechen. Es ist wahnsinnig, ja. Da hätte er nie gedacht, selber mal gefilmt zu werden. Können wir euch vielleicht kurz nach dem Konzert befragen? Ja. Nur kurz. Das ist die Kamera. Unser Kameramann. Witzig. Okay, dann du. Der Mona, das erste Mal? Ja. Wie gut? 10 von 10, 11 von 10, 12 von 10. Und du bist 100 von 10. 100 out of 10. Ja, das ist ein ganz geläufiges Mittel und das ist super. Und vorher gekannt natürlich, oder? Ja. Durch TikTok? Ja. Okay, Misha, gekannt? Nein. Wie gut? 10 von 10, 11 von 10, 12 von 10. Wir merken, wir haben ein ganz wildes Konzept hier. Und du unterstützt es hier noch mit Merch oder wie sehe ich das hier? Was ja, so? Ich will gerne eine Platte kaufen, aber das Kartensystem geht irgendwie nicht. Ah, ja gut, kleine Bands, große Probleme. Ja. Also nee, aber würdest du sagen, nächstes Mal, Damona, gehst du auf jeden Fall nochmal hin? Ja, safe. Gut, dann sag ich dir nur eins, sei schnell, die Karten gehen schnell weg, habe ich mir gemerkt. Also, Kommt es aus Köln oder weit weg? Weiter weg, Frankfurt. Boah, geht noch. Nee, weil es kommen viele tatsächlich hierher nach Köln, Saarland, Leverkusen. Alles so ein bisschen entfernt und hat einfach abgeliefert. Also ja. Geil. Und ja, mal gucken, was noch kommt. Und der Mona immer wieder gerne. In dem Sinne, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke. Und war ein gutes Konzert. Bam. Ey, nur schnell. Wie war's?
Es war unglaublich. Kleine Clubs in Köln sind auf jeden Fall eine richtig krasse Mut. Bessere Show als City Kids? Das kann man nicht vergleichen, sage ich immer. Es war eine geile Show. Danke, Domi. Sag. Wie war die Show? Voll gut, voll gut. Beste Damona-Show bis jetzt ever? Jetzt kannst du es noch leicht sagen. Ja, doch. Also aber wirklich, die Leute waren Hammer. Mega, wirklich. Meinst richtig du, man hat euch gemerkt, Mainz ist ausgefallen, hier hätte ich hier einfach doppelt gebrockt, weißt du? Wirklich, wir haben die doppelte Power mitgebracht. Nee, war wirklich gut. Ja. Hat richtig Spaß gemacht. Und jetzt sind wir mal spoilermäßig. Es wird vielleicht mehr als eine Zugabe gespielt. Haben wir jetzt nicht gesagt, oder? Ich habe nichts gehört. Ich auch nicht, ne? Müsst ihr einfach mal andere Videos gucken. Geh mal weg, weg. Na? Oh. War ganz okay? Digga, das war der absolute Hammer. Das war echt geil. Ich höre ganz okay, oder? Nee. Ja, nee, war wirklich, also hat mir Spaß gemacht, war geil. Die Stimmung war der Burner. Wirklich, das war also jetzt mal ohne Scheiß, es war wirklich eine geile Show und halt, ey, es ist so ein dummer Faktor, aber ey, du bist 18 und reißt die Hütte so ab, das muss man halt einfach mal, muss man mal appreciaten a little bit. Ja, das freut mich, dass du das sagst, for real. Ja, ich habe zwar hinten nur deinen Kopf rausgucken gesehen, ja, aber... Ich hatte Spaß, also das kann ich sagen, ich hatte eine geile Zeit. Hast du quasi jetzt hier an dem Abend alles rauslassen müssen, was du in Mainz nicht konntest? Ja, ungefähr, for real. Oder hol uns mal ab, wie ist das eigentlich, wenn du... Meinst dich einstellst, Bock hast, die Show zu spielen, absagen zu müssen und dann zu wissen, oh Mann, so viele Leute enttäuscht. Aber hier sorge ich dafür, dass jeder mega Laune hat. Ja gut, also das mit Mainz war schon absolut beschissen. Also gestern der Tag war mies am Arsch, der hat uns getreten seit in der Früh. Der Tag war so und wir so dick, wir haben gar nichts gemacht. Nee, aber for real, aber das war's. Das hat wieder alles ein bisschen gut gemacht, muss ich sagen. Ja. Und ich kann dir sagen, einige, mit denen ich geredet habe, die haben gesagt, die lieben dich, wie du auftrittst. Viele feiern es einfach brutal und ganz ehrlich, ich habe nach dem Abend festgestellt, du bist wirklich das, was man aktuelle Teenie-Star nennt. Oh, danke schön. Das ist insane. Die Liedtexte, ich finde es so krass, wie die mitgesungen werden. Ich weiß nicht, ob das ja, oft Alter. Auch so... Also, du hast angefangen zu singen und auf einmal denkst du nur, hä? Und ich denke mir so, Alter, ich höre mich selber nicht. Warte mal, hallo? Ich höre gar nichts. Ich höre Stimmen in meinem Kopf. Ich höre Stimmen, was ist los? Nee, also wahnsinnig gut. Und deswegen, vielen ey, Dank. Ich wünsche dir noch eine gute Tour und halt, ey, reiß es so ab. Und irgendwann, Bock am Ring, weil gesagt hat, Frauenproblem hat es mal gehießen. Ich habe hier eine Lösung parat. Ich bin hier. Call me, Alter. Ich bin da. Oh mein Gott. Just call me, maybe. Okay, nee, wir sind nicht so modern. Nein, nein, nein. So, also, bis zum nächsten Mal. Das war's Pop in Paradise bei Damona. Boom! Hast du?